darf ich jeden bitten, eine kurze, knappe Empfehlung an unsere Zuhörer zu geben. Herr Beilke, machen Sie den Anfang. Also an die Mittelständler die Empfehlung eigentlich, dass sie an die Öffentlichkeit gehen sollen. Als ich in die EBM-Papstgruppe kam, war das völlig verpönt gewesen. Wir haben ganz viel gemacht an der Stelle, um die Marke und um den Namen bekannt zu machen. Und da helfen Verbände dabei, wenn man Kontakte sucht. Und ich kann die Empfehlung nur weiter aussprechen. Das ist hilfreich. Also Sie sagen, verabschiedet euch von dem Hidden, geht direkt raus in die Öffentlichkeit und kommuniziert. Ja. Herr Kleis. Wir sind ja so klein, ich traue mich gar nicht, eine Empfehlung auszusprechen. Sie haben ja alle so gigantische Umsätze und Mitarbeiter. Wir sind auch viele kleinere dabei. Ich finde es klasse, was jetzt hier passiert, rechts und links zu schauen und sozusagen mit den Augen und Ohren so viel zu stehlen wie möglich. Man kann da so unendlich viel bei lernen, wenn man solche Veranstaltungen besucht. Das ist, finde ich, unendlich viel wert. Also ich finde, Empfehlungen sind so typisch deutsch. Deshalb möchte ich Ihnen nichts empfehlen. Ich hoffe nur, dass Sie das, was Sie tun, mit genauso viel Spaß tun, wie ich das darf. Und dann macht einfach global ja auch Riesenspaß und man kann Dinge bewegen. Und das ist ja eigentlich das Allerschönste. Das würde ich genau als Empfehlung bezeichnen, was Sie gerade gesagt haben. Okay. Dann war es eine verpackte. Und Sie haben natürlich vorher noch ein paar Empfehlungen gegeben. Zum Beispiel, wenn man ein Endverbraucherprodukt hat, auch an den Endverbraucher zu gehen und versuchen, eine Marke aufzubauen. Und das in globalem Maßstab ist auch eine sehr interessante Empfehlung. Ja, Herr Teufelberger. Für diesen Aufbruch nach Globalia, den Gedanken look forward, reason backward. Sich zu überlegen, wo will man in 5 Jahren sein und von dort dann rückwärts gerechnet, was muss ich heute machen, um in 5 Jahren dort zu sein. Nicht einfach nur zu probieren, sondern sich ganz klar zu überlegen, wenn ich in 5 Jahren wo sein will, wie viel Energie und Zeit muss ich heute einsetzen, um dorthin zu kommen? Das sind ja 2 Probleme. Einmal den Standort in 5 Jahren zu bestimmen und dann, wie findet man denn den besten Weg dahin?